Willkommen zum Vektorprodukt oder Kreuzprodukt A Kreuz B. Das Vektorprodukt A Kreuz B ist ein neuer Vektor. Dieser neue Vektor steht sowohl senkrecht auf dem Vektor A als auch auf dem Vektor B. Die Geometrie kann man sich mit Hilfe dreier Finger der rechten Hand veranschaulichen. Der Daumen entspricht dem Vektor A, der Zeigefinger entspricht dem Vektor B. Der Mittelfinger ist senkrecht zu den beiden vorangegangenen Vektoren und entspricht dem Kreuzprodukt A Kreuz B. Wir können uns das Skalarprodukt A Kreuz B als eine Art Korkenzieherwendel vorstellen. Die Ausgangsvektoren A und B sind dann senkrecht zu dieser Korkenzieherwendel. Wenn wir von A nach B drehen, vollführt der Korkenzieher eine Rechtsdrehung und dreht sich in den Korken hinein. Die einzelnen Komponenten des Kreuzproduktes ergeben sich aus den Komponenten der Ausgangsvektoren wie folgt. AYBZ minus AZBY ist die X-Komponente, AZBX minus AXBZ ist die Y-Komponente und AXBY minus AYBX ist die Z-Komponente. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich diese Kombinationen zu merken. Einen davon finden Sie hier aufgetragen. Wir formulieren eine 3x3 Matrix. Die erste Zeile besteht aus den Einheitsvektoren ex, y und z. Die zweite Zeile aus den Komponenten des a-Vektors, die dritte Zeile aus den Komponenten des b-Vektors. Wir verdoppeln diese Matrix. Die Kombination der Komponenten, so wie sie im Kreuzprodukt auftreten, findet man jetzt wie folgt. Das Kreuzprodukt finden Sie auch in der Physik wieder, etwa als Drehmoment. Das Drehmoment ist das Kreuzprodukt aus der Kraft F und dem Ortsvektor R. Wir ermitteln das Vektorprodukt zwischen dem roten Vektor und dem blauen Vektor, zeichnen unsere Hilfsmatrix aus den Zeilen ex, y, z, 4, minus 10, 5 und minus 3, minus 1, 3. Die x-Komponente ergibt sich zu minus 10 mal minus 3. Minus minus 1 mal 5. Die y-Komponente ergibt sich zu 5 mal minus 3 minus minus 3 mal 4. Und die z-Komponente ergibt sich zu 4 mal minus 3 minus minus 3 mal minus 10. Der Vektor des Kreuzproduktes hat also die Komponenten 35, minus 3 und minus 34. Der Vektor steht senkrecht auf den beiden Vektoren a und b, entsprechend der rechten Handregel. Der Betrag des Vektorproduktes hat auch eine geometrische Bedeutung. Es entspricht Betrag von A mal Betrag von B mal Sinus dem eingeschlossenen Winkel Theta. Der Betrag des Kreuzproduktes ergibt sich wie gewohnt aus dem Pythagoras, Wurzel 35 zum Quadrat plus minus 13 zum Quadrat plus minus 34 zum Quadrat ist gleich 48,9. Wir sollen drei Vektoren in folgender Art und Weise kombinieren. A minus B kreuz 3c. Wir bilden zunächst die Differenz. 1 minus 2 ist minus 1, 4 minus minus 1 ist 5, minus 6 minus 2 ist minus 8. Und kombinieren den Faktor 3 mit dem Vektor c. So, dann bilden wir das Kreuzprodukt